Ich will beweisen, dass Rap sich hier auch behaupten kann, weil letzten Endes ist es ja auch Musik. Ich mache das schon seit 3 Jahren knapp mit der Musik, mit Deutschrap. Ja. Wenn du sagst, du rappst jetzt, dann erzählst du dann da auch deine eigene Geschichte. Heute, ja, auf jeden Fall. Ich habe heute auch meine eigene Geschichte mitgebracht als Song. Okay. Das ist sehr, sehr persönlich und ich bin mega stolz, dass ich das hier wirklich präsentieren darf. Und vor allem meine Geschichte mal mitteilen, weil es ist wirklich viel Persönliches, was man erlebt hat mit der Familie etc. Aha. Dann hören wir uns das mal an, okay? Super, cool. Okay. Gerne. Vielen Dank. Wie heißt dein Song? Heimat. Heimat. Heimat, ja. Okay. Danke, dass ihr mich so cool empfangen habt. Sehr gern. Wallah, was ich sage, alles echt. Ich schwöre, was ich sage, alles echt. Ja, Weli. Wallah, was ich sage, alles echt. Und Wallah, hör zu, ich bin im Recht. All die Medien haben's jahrelang versteckt. Das ist Fakt, doch mein Land steckt schon jahrelang im Dreck. Seit 0-11 wird meine Heimat zerbombt. Euer Krieg hat mir die Freiheit genommen. Seh Familien, die wochenlang davor weglaufen. Familien, die nur Brot und kein Cash brauchen. Wie könnt ihr dabei zuschauen? Du auch. Hört die Schreie in meinem Kopf, sie sind zu laut. Schlaflose Nächte, Albträume, hört der Spuk auf. Grinsen im Gesicht wie Shaitan, schaut's gut aus. Hör lieber Blut, Macht überleben. Doch meine Fam muss jede Nacht überleben. Sie verlieren Leben, Mama, vergisst ihr Tränen. Arme Menschen fallen, Monster bleiben stehen. Oh Mama, ich bete für die Vorfahren. Ich bete für das Dorf, Mom. Für all die Kinder, all die Frauen dort. Kann es nicht glauben, guck mir wie ein schlechter Traum vor. Doch leider alles echt Zeit. Der Schmerz in meiner Brust kann nur echt sein. Boden voller Panzer, oben fliegen Jets ein. Politik geht über Tod, so wie Epstein. Und dafür muss mein Land büßen, mit Blut bezahlen. Menschen müssen flüchten, ja, und irgendwie eine Route planen. Der letzte Cent für ein Ticket übers Meer. 100 Mann in einem Boot, was für 10 Menschen wär. Ist es die Reise wirklich wert? Enden die Strapazen auf dem Land oder im Meer? Manche Bilder brennen sich wie Kippen in dein Herz. Ruhe im Frieden, Junge, blaue Hose, rotes Shirt. Fick diese Welt aus Material. Meine Leute wählen Frieden, aber haben keine Wahl. Gefangen und in Haft und dann leben wir zu Qual. Jeden Tag in dieser Hölle und die Hölle wird normal. Oh Mama, ich bete für die Vorfahren. Ich bete für das Dorf, Mom. Für all die Kinder, all die Frauen dort. Kann es nicht glauben, kommt mir wie ein schlechter Traum vor. Doch leider alles echt Zeit. Der Schmerz in meiner Brust kann nur echt sein. Boden voller Panzer, oben fliegen Jets ein. Politik geht über Tod, so wie Epstein. Oh Mama, ich bete für die Vorfahren. Ich schwöre, was ich sage, alles echt. Oh Mama. Lass uns noch was dein Leben erzählt. Das war toll. Dass ich das hier performen durfte, das war mir echt wichtig, wirklich. Also. Ich bin echt sprachlos ein bisschen eigentlich. Du hast mich so mitgenommen auf deine Reise und ich finde es so wichtig, dass du diese Geschichten erzählst. Ne? Ja. Es ist so wichtig, dass Leute das hören und reinfühlen können. Vielen Dank. Für mich als Songschreiber und Produzent geht es ja in erster Linie um Authentizität und dass die Künstler auch was zu sagen haben und das hast du bewiesen. Vielen lieben Dank. Haut einen ein bisschen um, wenn du das so erzählst. Wow, vielen Dank. Du hast diesen schwierigen Weg hier genommen, bist heute im Familienbetrieb Unternehmer. Ja. Respekt und muss sagen, ich bewundere alle, die rappen können. Ich bin kein großer Experte, mag es aber dann vor allen Dingen, wenn du auch Themen besingst, die man auch hier bei
bei DSDS ausstrahlen kann. Ich, wow. Also vielen insofern muss ich sagen, ich kann dir ein Ja geben. Vielen lieben Dank, das freut mich wirklich.